Das frühere Zentralorgan der SED-Bezirksleitung, also die Sächsische Zeitung, die forderte wieder in Übereinstimmung mit der Staats- und Parteiführung das endgültige Verschwinden der Freien Sachsen. Offenbar erhielten diese Systemprästituierten ihre Ausbildung noch beim Stürmer oder beim Völkischen Beobachter. Denn so hießen die letzten deutschen Schmierblätter, welche im offiziellen Staatsauftrag das Verschwinden einer Menschengruppe propagierten, was übrigens im 6-millionenfachen Völkermord endete. Abgesehen davon wünschen sich ja viele Bürger in unserem Land eher ein endgültiges Verschwinden von kulturbereichernden Messerartisten oder von migrationshintergründigen Fachkräften für Betäubungsmittelhandel und auch das endgültige Verschwinden von maximal pigmentierten Goldstücken, die freiwillig eben nicht für eine Rockband, sondern für den weiblichen Teil der schon länger hier lebenden Bevölkerung halten. Und bereits 2019 zeichnete sich ab, dass diese Partei, welche sowohl das C für christlich als auch das D für demokratisch aus dem Namen streichen könnte, mit der Freiheit auf Kriegsfuß steht. Im erzgebirgischen Schwarzenberg äußerte die CDU-Oberbürgermeisterin, also eine von Kretschmers Helfern, damals die Bitte, das traditionelle Volkslied Deutsch und frei wollen wir sein, nicht mehr öffentlich beim Altstadtfest zu spielen. Deutsch und frei, das scheint in Pumuckels Land, dessen größter Feind der friedliche Demonstrant ist, offenbar schon länger unerwünscht zu sein. Und als Beweis für die hochgradige Gefährlichkeit der Freien Sachsen gilt ein Fackelmarsch vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin, die übrigens Quarantäneverweigerer schon mit Zwangseinweisung in die Psychiatrie beglücken wollte. Also entweder es gilt im weiß-grünen Freistaat ein Gesetz, welches verbietet, den nächtlichen Weg mittels Fackel statt Lampion oder Taschenlampe auszuleuchten, oder aber öffentliche Straßen und Fußwege vor Politikeranwesen, die gehören neuerdings zu deren Privatbesitz, welche der gemeine Pöbel nicht mehr betreten darf. Und wo leben wir eigentlich, wenn hauptberufliche Grundgesetzaushebler und Bürgerrechteabschaffer alle, die friedlich ihre freiheitlich-demokratischen Grundrechte einfordern, als Verfassungsfeinde kriminalisieren? In einer real existierenden Diktatur. In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Elmar Gerke.